Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Ich will es jetzt noch ein paar Mal gegen Domingo versuchen. So. Er ist schon ein harter Brocken. Daher, ich muss aufpassen, dass er nicht zur Seite läuft. Mist. Oder die Nähe passt. Wenn ich hier... den Angriff hier mache. Ich will ihn jetzt auch endlich schaffen zu bekämpfen. Er ist auch ein echt harter Brocken, muss man sagen. Kann man hier auch keine Crit machen? Ach, Mist. Das war irgendwie zu schlecht. Ach komm schon, das darf doch nicht wahr sein. Nicht mal 2 Minuten und schon sind wir draufgegangen und wir haben ihn schon zur Hälfte besiegt. Ist doch nicht Zeit für eine kleine Lektion. Echt jetzt, das war jetzt, das war jetzt richtig beschissen. Mann. Okay, Zeit für eine kleine Lektion. Ach komm, reagier auf. Ich hasse das gerade irgendwie mit dem Kämpfen. Das Kampfsystem gefällt mir absolut nicht. Ich habe das schon so oft gesagt. Grafik ist, finde ich schon eigentlich schön. Das wird noch 1000 Jahre hier dauern mit ihm. So, aber ich will ihn irgendwann besiegen. So. Oder ich muss zusehen, dass ich stärker werde. Zeit für eine kleine Lektion. Hä? Er hat gar nicht reagiert. Komm! Okay, ich werde diesen Kampf nicht schaffen. Warte mal, ich hab noch nicht verloren. Jetzt habe ich verloren. Nee, nicht den. Ich werde den Speicherstand machen. Wo ich... Ich muss stärker werden. Und besser im Schwertkampf.
So, wie viel Geld habe ich? 44. Ich muss irgendwie an Geld kommen. Vielleicht noch ein bisschen Kraut sammeln. Ich brauche 400 Gold. Okay, es hat wieder gespeichert. Habe ich sonst irgendwie was, was ich verkaufen könnte? Oder warte. Was passiert? Äpfel könnte ich essen. Die geben Lebensenergie. Saftig und frisch. Vielleicht geben die auch irgendwann... Banana plus 5, ja. Gut. Zwiebeln nur zum Kochen. Bernstein. Gibt es zum Goldschmied Bernstein. Goldbrocken. Amulette draus zu machen. Ich habe hier ein paar Sachen, die ich verkaufen könnte. Ich brauche Geld. Ich muss stärker oder besser im Schwertkampf werden. So, der kauft mir ja alles ab. Oscar, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, die rostigen Schwerter gebe ich Ihnen erstmal beide ab. Die Sichel, die Knüppel, den stabilen Ast oder die drei stabilen Äste. Kurzbögen gebe ich alle drei ab. So, dann würde ich die Pfeile auch nicht mehr brauchen, weil wir bleiben dann bei Armbrust. Heiltränke behalte ich, Heilkräuter behalte ich, die Mana-Tränke behalte ich. Grünblatt behalte ich, Pilz, Mana-Wurzel darf er haben, Mana-Pilz darf er haben, Beere darf er haben, Ogre-Wurzel macht eine bessere Stärke, selten und in der Alchemie sehr begehrt, gibt Geschicklichkeit, dann gibt Erfahrung, maximale Lebensenergie, Lebensenergie plus 5 und Mana. Komm, die Minze darf er auch haben. Kraut. Brevering behalten war. Käse, Ei, Apfel, Möhre. Witz erzählen behalten wir. Zwiebeln kommen, wir kochen eh nicht. Krautstängel. Wasser dafür haben. Bier brauchen wir noch für etwas. Hier gebe ich einen ab. Schaufel behalten wir. Pfanne geben wir einen ab. Die behalten wir. Kann man gut bei Händlern verkaufen. Ja, geben wir ab. Zähne geben wir ab. Alle vier. Flügelstaub geben wir ab, alle sieben. Schale eines Nautilus geben wir ab. Bernstein brauchen wir nicht. Gold behalte ich mal. Oder... Ist mir zu wenig wert. Unverkäuflich. Ich glaube, das war's dann, ne? Oder warte mal. Ich kann doch... Ich habe jetzt Stärke von 25. Benötigt Schädelspalter. Ah. Bastardschwert. Ja, gut. Okay. Ich brauche noch mehr Geld. Craig? Bringen wir das über den Kampf bei? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Warte mal. Einen Lernpunkt bräuchten wir. Ich will stärker werden. Weiter so! Okay, für die eine bessere Waffe... Oscar? Zeig mir deine Ware. So, den Schädelspalter. Einkaufswert 180. So, wenn ich ihm dann dafür die Machete abgebe. Ich werde das mal auch speichern, aber in der kleinen Ruine. Da speichern wir das mal. Warte mal, als was zählt das? Hiebwaffenschaden? Zählt das zu Axtkämpfen oder Stabkämpfen? Oder wie sieht das aus? Steig mit mir in die Arena. Lass! Vierte. Ich hoffe, das bringt mir was.
Zeit für eine kleine Lektion. Ja. Ich mag gar keinen Schaden. Was war das denn jetzt gerade? Ein paar Münzen gehören mir. Ich kann nichts drücken. Ah, jetzt. Ich konnte gerade nichts drücken. Was war das denn? Okay, und ich war jetzt auch ein bisschen übermütig. Mit dem Pflegel hier. Okay, noch einmal. Zeit für eine kleine Lektion. Ey! Ach komm! Ich drück doch Y! Ich möchte weinen. Ich möchte einfach nur weinen. Zeit für eine kleine. So. So, jetzt. Ach, Mist. Komm, jetzt muss das aber klappen. Das haben wir ja gleich. Das haben wir gleich. Ja! So, ich nehme alles mit. Wo ist seine Waffe? Da. Wir haben es geschafft. So, hier. Mit der Waffe haben wir es geschafft. Oh, warte, Holzschild. Der Arena-Kampf war gar nicht schlecht. Du kannst was. Aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Oh, kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Axt. Der kann mich in Axtkampf unterrichten. Okay. Okay, dann halt nicht. Was habe ich jetzt für ein Schwert? Rostiges Schwert. Okay, ich bleibe beim Schädelspalter. Hat er sich sein Schild zurückgeholt, aber okay. So, dann fehlt jetzt nur noch er. Ich leg mich nochmal schlafen. Ich wollte schon sagen. Bis zum nächsten Morgen. Boah, ich bin froh, dass wir den geschafft haben. Gibt es nichts Interessantes für dich? Ich will es nicht hören. Was guckst du so? Okay, Craig? Die Arbeitskleidung will ich jetzt nicht. Vor allem, ich kann sie mir auch nicht leisten, ne? 26 Gold. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Mir ist jetzt nicht nach Reden. Ich speichere nochmal hier. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe.
Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Den Kampf werde ich definitiv bereuen. Es speichert aber auch jetzt zum Glück davor. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Schnell weg. Okay, der hat extrem viel Leben. Wohin weichst du aus? Ich drück nach hinten und nicht zur Seite. Ja. 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 Okay, Der hat aber auch ordentlich was drauf. So, nochmal. Den will ich schaffen. Er ist auch machbar, voll mit der Keule. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ja. Er ist aber auch nicht so flink. Domingo war stärker, finde ich. Der hat nur mehr Leben, hier der Broger. Domingo war flinker. Okay, das war jetzt... Mist. Okay, den können wir aber auch schaffen. Kann sein, dass wir die ganze Folge damit verbringen werden. So, ich hoffe nicht. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ah, Mist, ich dachte schon. Hey! Was war das denn jetzt gerade? Ich drücke die Tasten und der läuft statt anzugreifen. Was war das denn jetzt? Hä? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen verbannt. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Mist.
So, okay, Konzentration. Ich. Jetzt nicht einfach wild drauf los, ich werde ungeduldig. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Dass der manchmal in die falsche Richtung bewegt. Ich habe jetzt nach links gedreht und der läuft nach rechts. Okay, die Controllersteuerung, die denkt auch in die falsche Richtung, glaube ich. Habt ihr auch solche Probleme gehabt? Was mit der groben Kette. Oder ist das nur bei mir das Problem? Ja. Ey, jetzt drück auf B. Ja, der nimmt mich auseinander. Nee, wirklich, habt ihr auch solche Probleme irgendwie, wenn ihr mit Controller das steuert? Ist das vielleicht mit Maus und Tastatur angenehmer? Ich weiß es nicht. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Hallo, ich drück schon B. Den Kampf mache ich jetzt nicht nochmal. Das wird nicht besser mit dem. King Boga? Oder was will der eine nochmal da oben für das Amulett? Schutzamulett? Ich muss an Geld kommen irgendwie. Damit ich ihn besiege. Dann andernfalls werde ich wahrscheinlich die ganzen Kräuter fressen mit einem Perma-Boost. Robert? 200 für den Schutzzauber. Weißt du was? Lebensenergie. Stärke, komm. Ist mir jetzt egal. Jetzt fresse ich die Dinger. Geschicklichkeit. Ich fresse die Dinger jetzt. Jetzt ist mir das egal. Hier Erfahrung nochmal plus 10. Ich krieg 60 für alle 6. So, dann hier maximale Lebensenergie. Ich krieg dafür 8 insgesamt. Das Geräusch da links von mir gefällt mir nicht. So, was macht das hier? Azokraut. Esse ich noch ein paar Äpfel. So, was macht das? Gerolltes Braukraut. Erfahrung nochmal plus 3. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ich habe 4 Lernpunkte gerade. Übrig. 26 Gold. So,
Geschicklichkeit sind wir bei 14, Weisheit bei 13. Lebensenergie bei 160. Ich brauche mehr Schutz. Okay, es hat gespeichert. Wenn ich es jetzt mit den Viechern da versuche, die da hinten irgendwo unterwegs sind. Oder... Ach komm. Superheldenlandung. Wenn ich jetzt die Wölfe und so besiege. Steuerung. Ich habe so ein Gefühl, es ist verbuggt. Oder ich drücke irgendwie doch falsch und realisiere es anders. Aber ich glaube, das ist wirklich. Ich möchte gerne von euch wissen, ob das bei euch genauso ist. Die Probleme. Wenn ihr mit einem Controller spielt. Ich spiele hier ja mit einem Xbox-Controller, Elite-Controller. So, ich speichere einmal hier. So, jetzt. Ja. Jetzt auch den richtigen anvisieren, bitte. Ja. 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 So. Ein Heiltrank? Ich muss zwei davon nehmen, oder wie? Fress lieber die Dinger. Na, gegen die Vögel traue ich mich noch nicht. Aber die Keiler. Wenn ich jetzt nochmal speichere. Echt jetzt? Ah, da kommt schon der zweite. Mal speichern. Und da flog er schon. Gibt's hier noch mehr? Da sind noch so Flugviecher. Was gibt's denn da oben? Warte, einmal speichern. Weil ich jetzt die Vermutung habe, ich werde hier oben vielleicht noch ein Keiler. Ja, sofort draufgegangen. Ich glaube, ich speichere zu viel, kann das sein? Warte. Ähm.
gleich gegen drei, das, okay, das schaffe ich wohl eher nicht so schnell. Ah, wenn ich die, wenn ich das Feld da abgebe, ich habe keine 100 Gold, um da reinzukommen. Aber warte mal. Ich kann hier doch mein Leben aufladen. Ich muss ja auch gleich mal gucken. Habe ich eigentlich noch die, die Wolfsfelle? Okay, ich habe die noch. Und drei Wildschweinfelle. Also noch ein bisschen. Das speichern wir jetzt. Ach, die wälzen sich da. Ja, jetzt versiert den an, der am ersten ist. Nein, kein neues Spiel. Das Anvisieren? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht mit der Maus und Tastatur doch einfacher, das Spiel? Ist das eigentlich überhaupt dafür auch ausgelegt, mit Controller zu spielen? Ich spiele das ja zwar mit Controller, aber... Waffe weg. Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Von hier. Dann nochmal hier auffüllen. Oder gab es da drin ein Bett? Bett, oder? Hier gab es kein Bett. Eine Bank. Gut, dann trinken wir uns das Leben wieder voll. Dass wir aber auch die ganze Zeit barfuß laufen. Ich brauche sehr viel Geld aktuell, um stärker zu werden und besser im Schwertkampf. So, jetzt einmal speichern. Wenn ich jetzt gegen die Viecher hier versuche zu kämpfen... Ach, da sind noch mehr Schweine da oben. Ja, gut. So.
Das war's mit den Grabmotten. Gibt's hier unten noch was? So, den Baum will ich hoch. Ah, okay, man kann hier nicht hoch. Okay. Goldmünze? Schwache magische Heilung? Kleiner Heiltrank. Okay. Liegt hier eine Leiche irgendwie? Oder warum liegt das so rum? Und hört sich nach Fliegen an. Was haben wir da? Kleiner Schild. Ein Grab. Noch eine Fackel. Kleiner Schild, plus 2 macht er. Der macht plus 3 alles. So, ich fülle noch einmal kurz hier mein Leben auf. Dann gehen wir mal weiter. So, jetzt bereue ich, dass ich für alles hier Hilfe gebraucht habe, um die zu besiegen, wo mir dann jetzt Erfahrungspunkte fehlen. So, einmal kurz speichern. Müsste ich die Viecher jetzt... Die müssen sich aber auch unbedingt die Mindcrawler anhören. Das ist doch nicht wahr. Pack die Waffe. Wechsel die Waffe. Komm, jetzt visier auch den richtigen an. Das Anvisieren ist die größte Tortur hier, wirklich. Yeah.
Nein! Ich wollte kein neues Spiel starten. Scheiße. Mist. Ja, halt die Klappe. Spiel laden. Das. Kein neues Spiel. Warum muss das dort genau... Warum muss das ausgerechnet hier sein mit dem neues Spiel? Hier, bei Spiel? Warum muss das hier sein? Es wird doch reichen, wenn das im Hauptmenü ist. Und nicht im Pausenmenü. Und auch noch ausgerechnet auch noch auf... Nee, ich glaube, gegen drei von denen schaffe ich es nicht gleichzeitig. Das ist doch ein bisschen zu schwer. Vielleicht erstmal einfachere Gegner. Kann ich dem irgendwas verkaufen, dass ich dann wieder auf 100 Gold komme? Tristan? Lass uns handeln. Hier, das rostige Schwert darf er haben. Die 13 Pfeile. Ich brauche nur noch Bolzen. Das kleine Schild. Ich habe hier nichts mehr zu verkaufen. Hier. Doch, hier die kalten Herzen. Wildschweinfelle kann ich mich von einem verabschieden. Hier sogar von zweien. So, Zähne, Flügelstaub. Krieg 69,2 Gold. Okay, ich bin wenigstens wieder bei 100. Dann, wenn ich jetzt wieder in die Stadt gehe. Kann ich den Eintritt bezahlen? Ich soll mich in Ruhe lassen. Die sind übertrieben stark. Was waren da für Viecher auch, diese, die wie Minecrawler anhören? Wölfe. Okay, es hat gespeichert, dann brauche ich nicht zu speichern. So, wenn ich die Stachelratten da kaputt haue. Hier auch noch ein paar Punkte. Hier sind noch mal ein paar Wölfe. Hier müsste ich die doch schaffen, ne? Ich stecke hier fest. Ist der hinter mir her? Da ist sogar eine Höhle. Okay, ich muss jetzt vielleicht doch einen Heiltrank nehmen. So, das müsste hoffentlich reichen. Und nochmal speichern.
Ach, Junge, Stachelrappelt. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass das richtige Stachelratten sind. Leto, lass mich in die Stadt. Lass mich in die Stadt. Solange du bezahlst. Ich war jetzt ein paar Tage nicht da in-game. Ich weiß nicht, ob es denen aufgefallen ist. Macht dich nützlich. Hatte ich nicht für ihn irgendwie noch einen Auftrag gehabt? Ja, Costa will ich nicht reden. Die Fälle erstmal wegbringen. Er wollte doch die Fälle haben. Nee. Er wollte die Fälle haben. Ja? Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Habt ihr noch ein paar Fälle? Habt ihr noch ein paar Fälle? Ja, ein paar alte Fälle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Ja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Fälle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Okay, Baxter. Wo war Baxter nochmal? Sid? Was guckst du so? Nichts. Salty? Finn? Pavel? Welschwur? Wer war Baxter? Flavio? Warte mal, wir könnten jetzt rein theoretisch alle jetzt bekämpfen, die hier, oder? Die uns Probleme machen. Gegen die wir vorher keine Chance hatten. So, jetzt erstmal will ich Baxter finden. Bauer. Bürgerin. Lilly. Ordenskrieger. Erikson. Edgar, wer war Baxter nochmal? Weasel? Gary? Walter? Ne, der war. Halt! Du kommst hier nicht rein. Ich quatsche ihn nicht drauf an. Wer war Baxter? Baxter? Jack. Na, mein Jung, was kann der alte Jack für dich tun? Was machst du hier? Sieh mich an, ich bin ein abgetackelter Leuchtturmwärter. Ich habe immer von der See gelebt. Früher als Seemann, dann als Leuchtturmwärter und jetzt als Strandsammler. Aber ich will mich nicht beschweren. Man findet viele Dinge, die man gut verkaufen kann. Ich dachte, du wärst der Leuchtturmwärter.
Ach, mein Turm und ich, wir haben uns hier zur Ruhe gesetzt. Es kommen ja eh keine Schiffe mehr. Meine müden Knochen wollen nicht mehr. Und mein großer Freund hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin zufrieden, wenn ich auf meiner Bank sitze und mir den Wind um die Nase wehen lasse. Du hast nicht zufällig einen Rum, der meine Schmerzen lindert? Jack braucht einen Rum. Ich habe keinen Rum jetzt, oder? Lass uns handeln. Was hat er so im Angebot? Fläschchen, Highsteak, Telekinese, Schaufel, Muschel, Schale von schwarze Perle. Schwarze Perlen sind sehr, sehr, sehr selten und wertvoll. Okay. Aber toll, ich bin jetzt hier runtergerutscht. Wer war jetzt nochmal Baxter und wo finde ich den? Ah, Baxter. Wegen des... Ich komme wegen des Handels mit Flavio? Ich komme wegen des Handels mit Flavio. Aha, der Handel mit Flavio. Da fehlte mir noch die Ware. Das sind insgesamt 10 Felle. 5 Wolfs- und 5 Keilerfelle. Aber ich nehme nur die vollständige Lieferung, damit das klar ist. Ja, hier sind die Felle. Hier sind die Felle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Eine Lieferung Fleisch? Wegen des Einbruchs? Wegen des Einbruchs. Was wurde gestohlen? Was wurde gestohlen? Was wohl? Das Gold natürlich. Das Gold, das die Leute bezahlen, damit sie Fleisch bekommen. Das Gold gehört dem Orden. Und jetzt ist es weg. Und wie viel war das? Alles. Und wie viel genau, weiß ich nicht. Ich wollte gerade die Abrechnung machen, als ich den Diebstahl bemerkt habe. Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Wer war am Tag des Einbruchs im Haus? Dieser bekloppte Doyle wollte mir Fisch verkaufen. Er arbeitet wohl für den Fischhändler. Aber ich stehe nicht auf Fisch. Also habe ich ihn fortgejagt. Und der dicke Vasili hat Bier gebracht. Das habe ich bezahlt. Dafür habe ich ihm ein paar Stücke Fleisch gegeben. Und Mo war natürlich ein paar Mal hier. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Schließlich arbeitet er hier. Darf ich das hier lesen? Nur endlose Listen. Spaltenweise Zahlen. Erfahrung plus 5. Okay, nice. Okay, also Doyle und Vasili sind, glaube ich, die Hauptverdächtigen jetzt. So. Pavel? Hi. Was auch immer es war, ich war's nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Du kommst von draußen? Du kommst von draußen? Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Und du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde? Hier gibt's Diebstähle? Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Wo kann ich Felle auftreiben? Wo kann ich Felle auftreiben? Ich habe keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt, wenn du weißt, was ich meine. Aber das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Und wenn du keine Felle mitgebracht hast, kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. Du wurdest in einem Haus gesehen, in das eingebrochen wurde. In mehreren. Ich war in mehreren der Häuser, in die eingebrochen wurde. Aber das macht mich noch lange nicht zu einem Dieb. Na schön. Nenn ich Bellschwur. Hier, Flavio. Ich habe das Fleisch besorgt.
Ich habe das Fleisch besorgt. Gut, dann bringe es zu Meister Belschwur. Ach nö. Okay, Belschwur. Möge die heilige Flamme dich erleuchten. Ja, also, ja. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Du bist Magier? Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Erzähl mir etwas über Magie. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. Okay, wie kann ich Magier werden? Ich frag mal. Kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gute Antwort, mein Sohn. Das wäre schon mal ein Anfang. Denn niemand kann es wissen, ehe er nicht den Weg eines Novizen beschreitet. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Ich bringe dir übrigens Fleisch. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Was genau ist die heilige Flamme? Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Nehmen wir auf jeden Fall Eintopf erhalten, heißt. Danke. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Okay, das können wir gerne noch machen. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Okay, Liste von Meisterbischof. Medizin für alle. Okay, das wäre zumindest noch eine Aufgabe, die kann man machen. Liste der Bedürftigen in der Gosse. Elias, Cole, Finn, Josh und Martha. Wer sind die jetzt? Also Finn kenne ich. Finn? Belschwur schickt mich, soll dir diesen Heiltrank geben. Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Wo ist Martha? Wer ist Martha? Fass hier bloß nichts an. Oder Cole? Bäuerin? Bauer? Wache? Costa? Ah, Elias. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Okay. Da oben gab's noch jemanden.
seine Frau ist. Heißt die Martha? Martha! Ich will doch nur schlafen. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Danke. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Kranke Bauersfrau. Ich will doch nur schlafen. Ja, okay, ich lass dich schlafen. So. Wen haben wir jetzt alles aus der Liste? Elias haben wir. Cole, weiß ich nicht. Finn. Also Cole und Josh fehlen noch. Fuller? So, jetzt ist die Frage, wer sind Cole und Josh? Die sind, die müssen hier in der Gosse sein. Das hier ist ja die Gosse. Vielleicht hier oben? Doyle? Aber ich suche Cole und Josh. Hier ist für dich nichts zu holen. Ja, ich hab du geguckt. Was willst du hier? Ich suche nur jemanden. Hallo? Jemand zu Hause? Sid? Bist du Cole? Oder Josh? Nein, du bist Finn. Pavel? Kann man hier rein? Auch keiner, der Cole oder Josh heißt. Wo finde ich die? Gillis? Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, richtig. Ich bin Novize Jill. Ich stehe Meister Belschwur zur Seite. Ja, okay. Frage ich ein andermal. Ach, Cole. Hi, ich bin Cole. Bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen? Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Eigentlich wollte ich mich nur mal umsehen. Tu das. Für mich ist hier der beste Platz der ganzen Stadt. Es ist so ruhig. Was machst du hier? Ich bete zu der heiligen Flamme. Ich bete, dass sie uns alle beschützt und ich bald wieder auf die Jagd gehen kann. Okay, hier ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Okay, jetzt fehlt nur noch Josh. Ist er hier drin? Nimm hier ja nichts mit. Ich suche ja jemanden. Messer? Was willst du hier? Ich suche Josh. Cole, okay. Ist das er, Josh?
Bart. Josh. Ah, Kundschaft. Das sieht man gern. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Heiltrank von Belschwur. Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Ach, kein Thema. So, und Bart. Oh, Reiselust. Und noch eine Beere. Okay, wo ist Belschwur? Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Ich möchte aber nicht zum Orden gehören. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.